Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored. Es gab eine kleinere Pause, was dieses Projekt angeht, aber dafür hat sich Corvo inzwischen ganz genau überlegt, wie er die Sache angehen will. Und wie wir uns des Meisterspions entledigen. Aber abgesehen davon gibt es ja auch noch den Foltermeister. Zu dem wir ein optionales Ziel haben. Und der Typ hat uns 6 Monate lang aufs Schlimmste gefoltert, wie es halt sein Job ist irgendwo. Aber wir hatten ein bisschen das Gefühl, dass er das mehr genossen hat, als er es sollte. Und wir haben ja auch schon in Dokumenten in Erfahrung gebracht, dass der nicht ganz sauber ist und ja, ziemlich brutal und unheimlich. Und Corvo findet, er sollte seinen Job so nicht weiterführen dürfen. Er sollte niemals einen Job weiterführen dürfen. Nicht nach dem, was er mit uns gemacht hat. Daher suchen wir den mal jetzt hier. Irgendwo in den tieferen Gewölben des Towers. Und das hier ist für den Folter. Ich meine den kaiserlichen Befrager. Oh nein, warum muss ich ihm das bringen? Er ist harmlos, solange du nicht vorgesehen bist zur Hinrichtung oder zum Verhör. Er ist so seltsam. Arbeitet immer an geheimen Dingen. Und er ist ein brutaler Hund. Vertrau mir. Er ist zahm wie ein Lamm. Jetzt bring ihm sein Essen. Ich hoffe, der kommt jetzt hier nicht lang. Nee, sieht nicht so aus. Das ist hier so die Kellerküche. Oder einfach die Küche, die hier situiert ist. Und oh, hier gibt es nochmal einen ganzen Bereich, den wir noch gar nicht kennen, ne? Oder? Ich bin mir nicht ganz so sicher. Das Mana-Elixier nehme ich mal gerne mit. Bisher sind wir ja immer recht gut vorangekommen, ohne dass wir Elixiere benutzt haben. Und oft konnte ich die gar nicht einsammeln, weil ich einfach voll war mit den Dingern. Aber es kommt etwas sehr bald, wo ich auf jeden Fall ein paar gebrauchen kann. Ich habe bisher sehr sparsam gespielt, aber man muss es einfach sagen, der Einsatz der Kräfte und die kreativen Kombinationsmöglichkeiten machen den besonderen Charme dieses Spiels aus, finde ich zumindest. Ich würde die Sache jetzt gerne mal ein bisschen auskundschaften hier. Und habe ich hier nicht gerade eine Ratte rumhuschen sehen? Eben war da noch eine irgendwo. Ja, ich höre es quieken da hinten. Der Hand da ist. Da in der Ecke ist eine. Kann ich die von hier erreichen? Ja, hier gibt es noch das ganze Quartier der Bediensteten. Und das ist nicht zu schwach bewacht. Aber wie es aussieht,
geht es hier schon Richtung Keller und das kann nur eins bedeuten. Tut mir leid, Kleiner. Der Folterkeller. Lebt der Typ überhaupt noch, der da hängt, ey? Und grunzt das Opfer so oder der Foltermeister? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Natürlich hat der Typ einen Wachhund an seiner Seite. Und das stört mich ein bisschen. Ich bin am Überlegen, wie ich das möglichst zufriedenstellend mache. Den Hund kann ich einschläfern. Aber ich will mich hier auf jeden Fall noch umsehen in dem Keller. Aber der Hund schläft ja sowieso, ne? Ob es ihm wohl auffällt, wenn ich ihn noch extra einschläfer? Das können wir mal testen. Ne, der merkt das gar nicht. Das finde ich gut. Das wird der letzte sein, den du jemals gefoltert hast. Oh, er hat's doch bemerkt. Naja, sei es drum. Gute Nacht, Foltermeister. Inmitten der hohen Festung deines Feindes. Was für ein beeindruckendes Bild du auf deinem Weg zum Lordregenten abgibst. Wie wirst du seine Herrschaft beenden? Mit Blut oder mit der Wahrheit? Es ist nicht einfach, zu ihm zu gelangen. Wenn die Kaiserin so gut bewacht gewesen wäre, wie anders würde die Lage heute sein? Ist es nur Rache, die du suchst, oder hast du noch einen anderen Plan? Willst du Wiederherstellung, Gerechtigkeit und die Krönung einer neuen Kaiserin? Oder wirst du alle ins große Nichts reißen? Wie auch immer, ich erwarte ein großes Spektakel.
Warum bei Blut oder Wahrheit bleiben, wenn man... etwas Besonderes daraus machen kann. Was für eine geile Kameraperspektive das hier gerade ist mit dem Licht hinter ihm, ey. Aber wie gesagt, der ist doch mehr tot als lebendig, ey. Holy shit. Ich bereue es nicht, was ich gerade getan habe, wenn ich das so sehe. Der hat nicht nur uns gern gefoltert. Liebster. Oh, Liebster, Liebster. Unten im Keller ist es so düster. Warum kommst du nicht zu mir? Wärest du hier, würden sie schreien, nicht wahr? Komm mich noch einmal besuchen, dann gebe ich dir ein neues Geschenk. Geschnitzt und glänzend. Zwar bist du kein Meister der Konversation, doch ich liebe es, dir bei deiner Arbeit zuzusehen. Komm wieder und ich erzähle dir Geschichten. Solche Geschichten. Deine liebste Lumpengräfin. Keinerlei Bedauern. Das spüre ich wegen dem. Keinerlei. Das war genau die richtige Entscheidung. So, aber damit ihn nicht gleich jeder findet, lassen wir ihn ein bisschen cool rumhängen hier oben. Und Hundi schläft noch ein bisschen weiter. Ich glaube, mehr ist ja auch nicht in dem Keller. Wir werden uns jetzt im Dienstbotenabteil noch ein bisschen umsehen und dann tun wir das, wofür wir hergekommen sind. Okay, hier auf den Toiletten. Sitz können wir uns erstmal verstecken. Und hier sieht man sogar, dass einfach nur so eine kleine Keramikschüssel dahingestellt wurde. Der Vorgänger der Toilette. Wie wir sie heute kennen. Da liegt noch ein Buch, was ich übersehen habe. Bericht. Meine Männer bewachen alle Eingänge und den Schutzraum auf dem Dach. An denen kommt keiner vorbei, Sir. Gut, ich werde nach oben gehen. Sichern Sie diesen Bereich. Ja, General. Wie ich von den Baracken einfach mal in den Kunstraum gelaufen bin, der tödlich bewacht ist, sicherlich von allen Seiten. Super, Chris. Auch da liegt wieder ein Buch auf dem Tisch und da ist auch noch eins. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es mir wert ist, hier aus meinem sicheren Versteck rauszukommen. Denn hier wimmelt es nur so von... Halbe Stadt ist tot. Unschönen Wir Augen. Werden keine drei Monate mehr überleben. Ich könnte einen Umnietner. Wo bringe ich den dann hin? Überlebender heißt er. Interessant. Was hat er denn überlebt? Hier unten scheinen die beiden zu sein. Und ansonsten nicht viel mehr. Ja, verdammt, da hinten ist noch einer. Und da kommt schon der vierte runter, ey. Boah, ich weiß nicht, ob ich mich hier aufhalten sollte. Ich habe gar nicht das Bedürfnis danach irgendwie.
Das ist von der Immersion her gar kein gutes Versteck, aber von der Spiellogik her schon. Und da ist ein goldenes Chocobo-Ei oder sonst was in der Vitrine. Die müsste ich aber kaputt hauen dafür. Jetzt auch noch ein paar Bedienstete hier unten. Warum auch nicht? Machen wir doch richtig Party. Hey, verzieh dich. Ich glaube, ich weiß, welcher Raum das ist. Das ist der, wo dieser oberste religiöse Anführer steht und seine Ratten alles zum Kotzen. Religiöse Schrift liest, ne? Säume den irren ja. Geist, bevor er da, wo wir oben immer entdeckt wurden. Und das hier ist, sind eigentlich Räumlichkeiten, in denen wir gar nicht sein wollen. Hier gibt es zwar Beute zu holen. Aber hier gibt es auch jede Menge Chancen, entdeckt zu werden. Und ich wollte jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel looten, sondern mehr. Was war das? Ja, nee, hier ist einfach viel zu viel los hier, ey. Hier wollen wir nicht sein, glaube ich, nee. Reicht schon, wenn hier so viele Leute unterwegs sind. Schauen wir mal, was in den Büchern steht. Die Insel Tyvia. Tyvia ist die nördlichste aller Inseln und wird von kargen Bergen beherrscht, die sich aus dem gefrorenen Flachland erheben. Reisen zwischen den Städten Tyvia sind mühsam und führen durch Gebiete, in denen es vor aggressiven Bären und an das Klima angepassten Wolfshunden nur so wimmelt. Trotz dieser Umstände sind die tyvianische Architektur, Speisen und Mode kunstvoll und vielseitig und so außerordentlich ausgefeilt, dass sie womöglich als Gegensatz zum kalten, feindlichen Land entstanden sind. Die Einwohner Coltanes in Niedertyvia ähneln ihren Nachbarn in Morley sehr, doch die übrigen Tyvianer sind ein Menschenschlag für sich, seit Generationen von der abweisenden Kälte gezeichnet. Tyvianer sind enthaltsam und majestätisch, stolz auf ihr Brauchtum, ihre Speisen und ihre Geschichte, und sie zeigen kein großes Interesse an den südlichen Inseln. Heilige Makrele, ey. Eindeutig zu wenig Wachen hier unten. Wir verziehen uns hier. Wir gucken noch in das eine Buch rein. Gucken, ob da noch ein bisschen Beute an der Seite liegt. Und dann verschwinden wir. Hoffentlich geht er jetzt nicht auf Toilette. Die Akademie der Naturphilosophie. Dicht an den Rand von Dunwall gedrängt ist die Akademie der Naturphilosophie, eine altehrwürdige Lehrinstitution, in der es vor jungen Studenten, alten Philosophen, Kosmologen und Vivisezierern nur so wimmelt. Die hellsten Köpfe aller Inseln versammeln sich hier, um die ganze Natur einschließlich des menschlichen Körpers, der Himmelsgewölbe und des physischen Universums zu studieren. Nur wertgeschätzte Mitglieder und die wenigen Studenten, die jedes Jahr nach einem langen, beschwerlichen Anmeldeverfahren aufgenommen werden, sind in der Akademie willkommen. Wer in der Nähe lebt, kann sich nur über die exotischen Lieferungen wundern, die vom Fluss kommend durch die Hintertüren gebracht werden oder die Nase über die seltsamen Gerüche rümpfen, die aus den Kaminen auf ihrem Dach entweichen. Gegenwärtiger Leiter der Akademie ist der kaiserliche Arzt Anton Sokolov. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? In der Tat, das glaube ich. Um ehrlich gesagt, möchte ich mich gar nicht treffen, sondern einfach nur... Jetzt geh doch mal da runter, Corvo. Ich weiß, dass du hier bist. Okay, das... Wo bist du hin? Komm raus. Lass mich nicht nach dir suchen. Ja, die haben einen Typen auf der Toilette gefunden, wo ich noch meinte, das wäre gamingmäßig ein gutes Versteck. Zeig dich.
müssen hier weg. Das gefällt mir gar nicht. Ich werde dich finden. Komm, der Typ war nur ein bisschen betrunken. Der hat sich einfach ein Schläfchen. Kann dir denn niemand helfen? Irgendwer aus der Schusslinie. Das war keine gute Idee, hier groß rumzulaufen, ey. Sir, ich habe seltsame Geräusche vom Ende des Ganges gehört. Die kommen wohl aus den Räumen des Foltermeisters. Der ist eine wandelnde Missgeburt. Gehen Sie ihm einfach aus dem Weg. Das macht jeder. Was stimmt nicht mit ihm? Er ist stumm, aber das ist nicht alles. Ich hörte, dass die Aufseher wütend waren. Sie vermuteten, er würde den dunklen Künsten frönen. Aber der Lordregent befahl, ihn in Ruhe zu lassen. Wie ich sagte, meiden Sie diesen Bereich. Machen Sie sich keine Sorgen. Das klingt wirklich wie eine ungemütliche Mischung. Ich muss diese Stelle behalten. Er sagt, bringen Sie eine Flasche, ich bringe eine Flasche. Er sagt, bringen Sie Essen, ich bringe Essen. Er sagt, ziehen Sie sich aus, ich ziehe mich aus. Wir müssen jetzt hier wirklich verschwinden, ne? Schlüssel zum Schutzraum. Weiner, Identifikation und Behandlung. Kennen wir das nicht schon? Ich bin immer wieder überrascht. Auszug aus den Notizen von Dr. Galvani zur richtigen Behandlung der mit der Seuche infizierten Personen. Wenn ein Opfer einmal aus den Augen zu bluten begonnen hat, ist ihm nicht mehr zu helfen. Nach unserem gegenwärtigen Verständnis der Seuche ist der Tod unausweichlich. Mit der richtigen Strategie können wir jedoch ihre Ausbreitung eindämmen. Alle, die mit einem Weiner oder Infizierten im letzten Stadium zu tun haben, müssen großzügige Mengen der vorhandenen Schutztränke zu sich nehmen. Auf die Variante kommt es dabei nicht an. Beispielsweise kann es Sokolovs Elixier oder Pyrus Arznei sein. Eine Dosis pro Tag für normale Soldaten, 2 für alle Offiziere. Die Distanz zu den Infizierten muss gewahrt werden, um den Kontakt mit parasitären Insekten zu vermeiden, die den infizierten Wirtskörper besetzen. Dazu wird der Einsatz von Speerwaffen oder Fernwaffen mit Brandmunition empfohlen. Sämtliche Gerätschaften, die dazu verwendet werden, Infizierte zu einer Deportationszone wie dem überschwemmten Bezirk zu transportieren, sind nach dem Gebrauch ausgiebig zu reinigen. Dazu zählen Metallzwinger, Transport- und Frachtwagen. Ist echt zu viel los, ey. Holy shit, was ist das denn? Der Schutzraum. Was können wir denn damit ausschalten? Wo führst du denn hin, du Kabel? Er hat das. Ah, das führt zu einem Elektrotor. Also müssen wir nicht unbedingt deaktivieren. Und werden wir auch nicht. Und auch das Buch kennen wir noch nicht. Plünderung in jüngster Zeit. Auszug aus einem Brief, der in einem leeren Haus am Rand des Rutshaw-Finanzbezirks gefunden wurde. Das Plündern begann in den Lagerhäusern. Als die Arbeiter an der Seuche erkrankten, mussten die Firmen den Betrieb einstellen. Mein Mann Markus arbeitete für die Meyersche Tabakfabrik, die im letzten Jahr im Monat der Clans ihre Tore schloss. Haben wir das nicht schon mal gelesen?
Er war für die Feuerstätten der Räucherhütte verantwortlich. Malkus sagte immer, dass Ofenräuchern die Blätter am süßesten machen würde. Die Tabakfabriken machen durch die Seuche die größten Verluste, weil das Rauchen so beliebt ist. Eine Weile haben sie die Fabrik mit einer kleinen Mannschaft am Laufen gehalten, doch zu der Zeit, als mein Mann krank wurde, blieben die Feuerstellen aus und der Tabak begann zu verrotten. Irgendwie haben die Diebe davon Wind bekommen und die ganze Fabrik ausgeräumt. Und dann haben sie das mit normalen Wohnhäusern gemacht, diese Hunde. Ich will doch nur hier raus, Leute. Bedienstete, kannst du bitte woanders hingehen? Ich sagte ihr doch, die Kinder nicht rauslassen. Ich sagte es ihr doch. Dankeschön. Ich muss diese Stelle behalten. Er sagt, bringen Sie eine Flasche, ich bringe eine Flasche. Er sagt, bringen Sie Essen, ich... Boah, was für ein brandgefährlicher Bereich, ey. Erstmal wieder nach oben klettern, ey. Okay. Kümmern wir uns um das, weshalb wir wirklich hergekommen sind. Und statten wir mal dem Minister für Propaganda einen Besuch ab. Über ganz Dunwall wurde eine Walölausgabesperre erlassen. Jeder Bürger ist dazu aufgerufen, etwaige Walölvorräte sofort zur Stadtwache zu bringen. Auf das Verbrennen von Walöl steht eine Freiheitsstrafe. Diese Nachricht ist eine Anordnung des Lordregenten persönlich. Wir müssen ihm vertrauen. Bitte, tun Sie mir nichts. Sie wollen den Lordregenten töten, nicht wahr? Verschonen Sie mich. Ich helfe Ihnen, ihn zu besiegen. Er macht Aufzeichnungen mit dem Audiographen. Geheimnisse, die sein Ende wären, würden andere sie hören. Über die Sendeanlage abgespielt wären seine Geständnisse in der ganzen Stadt zu hören und er wäre ruiniert. Die Audiographkarte, die Sie brauchen, ist in einem Safe im Zimmer des Lordregenten. Aber ich konnte über seine Schulter schauen und mir die Kombination merken. 935. Vertrauen Sie mir. Die Aufnahmen auf dieser Karte werden ihn erledigen. Viel Erfolg. Bleibt immer wieder die Frage, warum Bösewichte Beweise gegen sie selber aufbewahren und nicht vernichten. Sogar eine Aufnahme davon machen. Fragen über Fragen. Der Jedermannsorden. Der Jedermannsorden ist das religiöse Machtzentrum und die Inspirationsquelle für alle Aufseher des Kaiserreiches. Der Orden entstand im Laufe der Jahre, um einfache Bürger gegen die üblen Machenschaften des Outsiders zu schützen. Bis schließlich das Bedürfnis nach einem zentralen Sitz der Autorität aufkam. Das imposante Gebäude ist ein Zufluchts- und Wallfahrtsort für viele Pilger. Irrtümlicherweise schreiben viele den Bau des Ordens dem Oberaufseher Benjamin Holger zu, wo es doch tatsächlich Holgers Nachfolger John Clavering war, der das Fundament legte. Kurz nach der Fertigstellung des Ordens versammelten sich dort alle Aufseher des Landes, um eine Reise zur Weißen Klippe anzutreten. Am Ziel angekommen begann die große Schlacht der Säuberung, in welcher Aufseher gegen Ketzer, Hexen und Leibeigene des Outsiders kämpften. Obwohl Holger in der Schlacht fiel, wurde die Säuberung der Weißen Klippe vollendet. Es folgten zeremonielle Rituale, die über einen Monat andauerten und viele Anrufungen und Reden hervorbrachten, die in zahlreichen Bänden aufgeschrieben und zurück zum Orden gebracht wurden, wo sie bis zum heutigen Tag verehrt werden. Ja, Fanatiker, Fanatiker.
Okay, wir wissen jetzt, wie wir die Herrschaft des Meisterspions, des ehemaligen, des jetzigen Lordregenten beenden können, ohne Blut zu vergießen. Und wie wir Blut vergießen, wissen wir sowieso. Aber dieser Typ, der unsere Kaiserin vor unseren Augen hat umbringen lassen, der all das Unglück über Emily gebracht hat und über das ganze Land vermutlich, für den habe ich eine besondere Kombination mitgebracht. Denn hier ist ein Weg in sein Schlafzimmerchen rein. Und es gibt tatsächlich einige Wege. Es gibt sogar eine Tür, an der wir vorbeigelaufen sind. Aber das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Wir könnten ihn jetzt hier einfach killen, aber der Typ hat mehr verdient. Machen wir ihm doch zunächst ein bisschen Angst. Komm, geh mal weg. Alter Mann. Ich wusste schon, warum ich den Tresor noch nicht völlig geöffnet habe. Der ist nämlich gerade ein bisschen anhänglich. Was diese Ecke des Raumes angeht. Was für ein hässlich ausgeleuchtetes Schlafzimmer. So kalt und weiß. Bah. Kann man sich doch gar nicht wohlfühlen. So, und wie wir wissen, ist die Aufzeichnung, die ihn verrät, da in diesem Safe drin. Und damit können wir, wie gesagt, offenbaren, was für ein eiskalter, berechnender Verräter er ist. Und vermutlich würden sich dann alle Wachen gegen ihn wenden und ihn festnehmen, aber das reicht mir nicht. Könntest du jetzt bitte mal von diesem Tisch weggehen, Kollege? Wo ich das zuletzt gespielt habe, war ja öfter mal in der Ecke hier und hat irgendwo gegen die Wand geguckt. Könntest du das bitte wieder tun? Danke. Juwelenkästchen, Audiograph-Geständnis und eine kurze Notiz. Toter Briefkasten. Kaiserlicher Meisterspion. Wir hatten eine Abmachung und ich hatte bereits weiterführende Pläne gemacht. Der kaiserliche Schutzherr war kein Teil der Abmachung. Sie haben mir versichert, dass Sie und das Mädchen allein sein würden. Hiermit erhöhe ich den Preis für unser Unternehmen. Deponieren Sie das zusätzliche Geld im anderen toten Briefkasten. Ansonsten kommen wir persönlich vorbei, um es uns zu holen. D. Der Attentäter? Schirmen Sie mich ab auf dem Weg zum Dach. Und dass ich gerade den Safe offen gelassen habe, damit er es sieht und Panik bekommt, war volle Absicht von mir.
Jetzt können wir uns hier erstmal in Ruhe umsehen. Sokolovs Genie und das neue Zeitalter. Einer der Vorzüge von Sokolovs Entwicklungen. Sie verwenden einen magnetischen Flansch für die Tanks mit raffiniertem Walöl, das sie als Treibstoff verwenden. Wenn ein Tank leer ist, kann der nächste mit Leichtigkeit an seiner Stelle eingesetzt werden. Ein Vorgang, der leicht genug ist, dass ihn jeder einfache Arbeiter oder sogar ein niedriges Mitglied der Stadtwache durchführen kann. Das trifft auf die Sicherheitssysteme der Blitzpfeiler und Lichtwände genauso zu wie auf die energiegetriebenen Kutschen, die von denen genutzt werden, die reich genug sind, um sie sich leisten zu können. Der einzige offensichtliche Nachteil von Sokolovs Entwicklung ist die Unbeständigkeit der Tanks. Einige Vorfälle haben sich bereits ereignet, in denen sie explodierten, wodurch Mensch und Material zu Schaden kamen. Ich glaube, das kannten wir schon. Der Oberaufseher. Das lesen wir später. Ich habe jetzt erstmal genug gelesen. Lady Boyle vermisst. Das lesen wir jetzt mal noch, weil es wichtig ist. Lord Regent. Unsere Suche nach der vermissten Lady Boyle bleibt leider weiter erfolglos. Niemand scheint zu wissen, was ihr widerfahren ist, obgleich sie die Feier angeblich in einem Boot verlassen haben soll. Die scheint uns unwahrscheinlich und mehr konnten wir dazu auch nicht in Erfahrung bringen, sodass auch diese Spur kalt geworden ist. Zweifellos ist es eine Verschwendung ihrer kostbaren Zeit und ich zögere, es auch nur zu erwähnen. Aber scheinbar hat sich jemand am Abend der Feier im Boyle-Anwesen unter dem Namen Corvo Attano ins Gästebuch eingetragen. Sicher nur ein kranker Scherz. Aber da sie darum baten, über solche Gegebenheiten informiert zu werden und da wir in aller Offenheit den Körper des kaiserlichen Schutzherrn nie gefunden haben, dachte ich, es sei das Beste, die Sache zu melden. Entschuldigen Sie, dass ich Sie damit belästige. Ich weiß, dass Lady Boyle Ihnen nahe stand. Seien Sie versichert, dass wir unsere Anstrengungen verdoppeln werden, um sie doch noch zu finden. Hauptmann Galloway. So, dadurch, dass wir dem lieben Hiram Boros jetzt ein bisschen Angst gemacht haben, ist er in seinen Safe Room auf dem Dach geflohen. Aber ich wollte ihm ein bisschen Angst machen. Der soll ruhig ein bisschen schwitzen, bis er seinem unausweichlichen Ende entgegentritt. Ich bin ganz nah, Hiram. Ganz nah. Ich weiß, dass du hier bist. Dass die Wachen jetzt alarmiert sind, liegt daran, weil der... Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Wo bist du? Weil der Hiram Boros jetzt hier hochgeflüchtet ist und die so ein bisschen alarmiert hat. Das liegt nicht daran, weil sie gerade irgendwas gesehen haben. Ich finde dich schon noch. Du nervst ein bisschen, mein Freund. Wenn ich dich finde, hast du... Und wir müssen das Dach hier mal kurz ein bisschen sicherer machen für uns. Weil wir ein bisschen Ruhe gebrauchen können. Wir sehen auch an dem roten Licht da, dass die Tür dort unter hohem Alarm oder unter hohem Sicherheitsstandard verriegelt wurde. Und ich höre auch schon einen Tallboy irgendwo rumstapfen.
Ich komme, Herr Lordregent. Du wirst dafür bezahlen, was du gemacht hast. Den einen, den ich am Eingang hingelegt habe, den packe ich mal noch woanders hin. Ich habe keine Lust darauf, dass den irgendwelche Ratten finden oder dann noch von anderen eventuell auftauchenden Wachen gefunden wird. Nicht so dunkel, wie ich es gerne hätte, aber sollte okay sein. Was sagt denn unser Mana? Nicht so gut, aber wir haben viel Mana-Tränke, das gefällt mir. Denn, wie gesagt, wir sind heute mal ein bisschen kreativer und nicht so puristisch wie sonst unterwegs. Und kein Panikraum wird uns davon abhalten, da an unser Ziel heranzukommen. Den Alarm manipulieren wir mal noch, dass hier gar nicht erst irgendwas los tutet. Und damit haben wir auch direkt die Tür geöffnet. Wir könnten jetzt durch den Vordereingang reinspazieren, da habe ich aber keine Lust drauf. Komm mal her, Thaddeus. Quick, quick. Sind übrigens völlig sicher, selbst wenn alles andere versagen sollte. Natürlich, weil ich darauf bestanden habe. Nun gut, weitermachen. Ich erwarte laufend Bericht, Hauptmann. Ganz schön was los, aber der Typ hat Panik vor uns gerade. Und die soll er ruhig haben. Gestern ganz schön viel getrunken, ansonsten alles okay. Du machst ein Nickerchen. Von mir aus auf einer Koje. Jetzt geht das wieder los. Ja, ich hoffe, dich knabbert hier keine Ratte an. Das sieht doch aus nach einer durchzechten Nacht. Ich meine, die haben eh schon einen Körper gefunden auf der Toilette, also das Ghost Rating können wir uns, glaube ich, schenken.
glaube, wir haben noch eine Wache, die stört. Oder? Nee, gar nicht. Das bedeutet... Wir haben nur noch den Tallboy hier. Und den Lord Regenten. Und damit mein Plan funktioniert, müssen wir ein bisschen mehr Ruhe haben noch. Der Junge kriegt so richtig Panik. Schade, dass wir nicht auf einmal das Licht ausmachen können und alles düster wird. Und wir müssen aufpassen. Nee, er ist gerade nicht hier. Jetzt kommt er aber. Jetzt taller als der Tallboy hier oben. Und leider störst du Tallboy. Denn ich habe ein Wörtchen mit dem Hiram Boros zu reden und wenn du im Hintergrund so rumspazierst, das finde ich nicht in Ordnung. Weißt du? Daher kann ich dich hier nicht so laufen lassen und muss ein bisschen an meiner Ideologie Veränderungen vornehmen. Erstmal Zeugen wegschaffen. Um dann als Willen. Wie? Wie hast du mich gefunden? Nein, das ist unmöglich. Eine Halluzination. Meine Augen sehen, was sie fürchten. Warum verbirgst du dein Gesicht? Steckt hinter der Maske ein Phantom, ein schrecklicher Geist, der mich bestrafen will für meine Unvollkommenheit. Was hast du vor? Ich muss es wissen. Kannst du überhaupt Erbarmen haben? Erinnern Sie sich an mich, Hiram? Corvo! Wie ist das möglich? Meine Gedanken rasen. Du hast uns auseinandergerissen, meine Verbündeten getötet. Welches Spiel spielst du? Warum jetzt zurückkommen? Du bist doch entkommen, trotz meiner Bemühungen. Jeder glaubt, du hast die Kaiserin getötet. Und jetzt töte ich dich wie einen Straßenköter und werde in den Geschichtsbüchern als der verewigt, der ihren Tod gerecht hat. Auf die Knie, Hiram. Mit freundlichen Grüßen von Jessamine Caldwin.
Das hat sich gut angefühlt. Das hat sich sehr gut angefühlt. Und ich musste leider den Tallboy töten, weil sonst findet dieser Dialog statt und der Tallboy stapft einfach im Hintergrund die ganze Zeit rum. Das reißt einen so raus. Aber wir haben es geschafft. Wir haben Rache genommen für unsere Kaiserin. Und ja, dich lassen wir gleich verschwinden. Und da haben immer noch das Audiogeständnis von ihm, was wir ebenfalls abspielen werden. Das heißt, wir töten ihn nicht nur, wir verunglimpfen auch seinen Ruf und klären alles auf, die ultimative Kombination. Aber erstmal lesen wir dieses Dokument hier. Lord Regent, seit wir uns nicht mehr auf die finanzielle Unterstützung der Boyles verlassen können, haben wir mit großen Problemen zu kämpfen und müssen massive Einsparungen vornehmen. Die Patrouillenboote im Brennhaven rund um den Tower wurden nach Northbank verlegt, wo sie die wenigen Nahrungslieferungen sichern sollen, die noch aus dem Umland von Dunwall die Stadt erreichen. Sir, ich möchte Sie hier eindringlich darauf hinweisen, dass der Zugang zum Tower über die Schleuse jetzt ungeschützt ist. Ein Angriff über die Flussseite ist zwar unwahrscheinlich, aber ich weiß, wie besorgt Sie sind. Ironischerweise gibt es etwas, das uns in die Karten spielt. Seit die Schleuse im letzten Monat ausgefallen ist, hat der für den Wassergraben zuständige Idiot von Wartungstechniker es nicht fertiggebracht, die Schleuse zu reparieren. Und da Sokolov verschwunden ist, weiß auch niemand sonst, wie man diese verdammten Dinger wieder zum Laufen bringt. Wer also über die Flussseite eindringen will, der muss die Rohre der Schleuse hochklettern, was ehrlich gesagt kaum vorstellbar ist. General Tobias. Anscheinend vorstellbarer als es... Oh nein. Oh nein. Ich muss den anderen retten, schnell. Ich weiß nicht, wo die auf einmal herkommen. Dieser Rattenschwarm, die haben gerade den Tallboy weggeknuspert. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Ja, du bleib auf dem Tisch liegen. Weil wir haben zwar 2 Kills gemacht, aber sonst sind wir recht viel rumgeschlichen. Nee, 3 Kills sogar, ne? Mal gucken, wie unser Chaos-Rating ist. Aber mein Gefühl sagt mir, das ist das, was Corvo getan hätte hier. Und deswegen wollte ich das auch so tun. Wenn man natürlich völlig auf Geist spielt und keinen umbringen will, ist das nochmal was völlig anderes. So, ihr werdet zumindest nicht von Ratten gefressen, weil ihr seid unschuldig. Ups. Und eigentlich war auch der Tallboy unschuldig, aber... Der war eh schon tot, ob er jetzt nur noch gefressen wird oder nicht. Ah, waren das die Ratten, die hier draußen rumgelaufen sind? Das ist echt heftig, ne? Da sieht man mal, wie schnell das geht, wenn man nicht aufpasst. Und ja, wir haben unsere Rache bekommen. Aber das hält uns nicht davon ab, noch ein bisschen die Beweise zu vernichten. Guten Appetit. So, bevor wir uns verziehen, tun wir jetzt noch eine Sache, nämlich, wie gesagt, das Geständnis des ehemaligen Lord Regenten abspielen. Wir hätten das auch vorher machen können, dann wird er festgenommen von Wachen und mein Plan war es, die Wachen einzuschläfern, damit er dann doch noch wegrennen kann. Aber dann kriegt man nicht so einen spektakulären Kill hin. Daher mussten wir es in der Reihenfolge machen. Ich wollte ihn quasi Angst machen, in Panik versetzen, ihn dann ruinieren vor der ganzen Welt und dem Land und ihm dann den Rest geben. Aber ich musste die Reihenfolge ein bisschen verändern, weil das Spiel das leider nicht möglich macht. Aber nichtsdestotrotz gönnen wir uns das hier noch.
Die Erklärung ist ganz einfach. Es war nicht mein Fehler. Mein Plan zur Ausmerzung der Armen hätte uns von diesen Schmarotzern befreit, die ihre Tage im Schmutz und Suff verbringen, Obdachlosen ohne Arbeit, um Geld bettelnd, für das unsereins hart schuften muss. Und der Plan war einfach, die infizierten Ratten vom pandesianischen Kontinent zu holen und sie auf die Armen loszulassen. Der Plan funktionierte ausgezeichnet. Anfangs. Doch die Ratten entwickelten ein Eigenleben, versteckten sich vor den Rattenfängern und vermehrten sich alarmierend schnell. Bald spielte der Stand keine Rolle mehr. Alle wurden krank und dann begannen die Leute Fragen zu stellen. Die Kaiserin beauftragte mich herauszufinden, ob eine fremde Macht hinter der Rattenplage steckte. Ich wusste, die Wahrheit würde herauskommen. Es gab keinen anderen Weg, als sie zu beseitigen. Und selbst die Macht zu übernehmen. Sie musste sterben. Sie musste einfach sterben. Eine Kaiserin zu töten ist kein leichtes Unterfangen. Aber so konnte ich die Seuche mit uneingeschränkter Macht angehen. Quarantäne, Abschiebung der Kranken. Aber es gibt immer eine törichte Mutter, die nach ihrem verlorenen Kind sucht. Oder einen tumpen Arbeiter, der seine verschwundene Frau vermisst. Und dann wird die Quarantäne gebrochen. Aber mein Plan hätte doch funktioniert. Er wäre aufgegangen, wenn nur jeder die Befehle befolgt hätte. Und das wurde gerade im gesamten Kaiserreich ausgestrahlt. Über die Propagandaboxen. Und jetzt ist es keine Propaganda mehr, denn das war die pure Wahrheit. Und wir verziehen uns. Zurück zu Samuel, den ich immer wieder Samuels nenne, weil ich zu viel Alien Isolation gespielt habe. Na, ihr Fischlein, hat der Lordregent geschmeckt? Was, hier ist noch eine Rune? Konnte ich in die übersehen? Das frage ich mich gerade ehrlich. 25 Meter von hier. Ich glaube, das ist in einem Raum, wo ich noch gar nicht drin war, ne? Nee, hier waren wir noch gar nicht in dem Raum. So absolut gar nicht, ey. Aber hey. Ach, unterm Bett. Ja. Komm zu mir. Offizieller Erlass. Auf Befehl des Lordregenten. Ab sofort ist jeglicher Zugang zum Dunwall Tower verboten, ausgenommen offizielle Besucher, die über die Schleuse kommen. Das Haupttor bleibt ohne Ausnahme verschlossen. Jo. Dem ist dann wohl so. Wir sind jetzt trotzdem weg hier. Thank you.
fahren wir nach Hause. Wir haben unsere Kaiserin gerecht. Und können jetzt ein bisschen Zeit mit Emily verbringen. Wenn ich nicht noch im Fluss absaufe hier. Komm schon, Corvo, du schaffst es. Ist alles vollbracht? Sollen wir zurück zum Hound Pits Pub? Yes. Ja, Samuel, die Zeit des Lord Regenten ist abgelaufen. Vielen Dank, Corvo. Dann wollen wir mal. Okay, oh, Chaosfaktor ist noch niedrig, trotzdem leichten Blutvergießen, das wir begangen haben. Wir haben einen Knochenartefakt nicht gesammelt. Aber ansonsten haben wir relativ gut eingesackt, würde ich sagen. Auch dafür, dass wir nicht Beute primär im Fokus hatten in der Mission. Und es wurde tatsächlich nur ein Körper gefunden. Und das war der auf der Toilette. Ich hätte ihn ja nicht hinlegen sollen, ey. Sonst hätten wir das Geister-Rating bekommen. Eigentlich schon, ne? Es wurde ja sonst nichts gefunden. Und wir wurden nicht direkt bei frischer Tat ertappt anscheinend. Das hat eigentlich alles funktioniert, außer die Toilettengeschichte. Naja. Man kann nicht alles haben. Dafür hatten wir einen spektakulären Abgang und ein spektakuläres Finale. Der Vorabend der Krönung. Der Lord Regent ist besiegt. Die Herrschaft von Emily Cauldron sichergestellt. Jetzt musst du nur noch dafür sorgen, dass sie sicher zum Dunwall Tower gebracht wird, wo sie ihren Platz als rechtmäßige Thronfolgerin einnehmen wird. Große Veränderungen machen mir ehrlich gesagt Sorgen. Kleine Leute wie ich haben es immer am schwersten. Aber diesmal ist es anders. Der Lord Regent ist Geschichte, der Orden hat einen neuen Oberaufseher. Unser Werk ist fast vollendet. Die anderen sind in der Bar. Vermutlich wollen sie ein Glas auf sie erheben. Ich werde draußen bleiben, wenn sie erlauben. Nachdenken, solange wir die Zeit haben. Mein Glückwunsch, Corvo. Nach erfolgreicher Mission kehren wir abermals zum Hound Pits Pub zurück und werden gleich ein bisschen die Gläser erheben, zusammen mit den Kaisertrollen. Ich würde das ja jetzt noch in diese Folge packen, aber die ist schon richtig lang geworden, länger als ich es wollte. Daher sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die Früchte unserer Arbeit ernten werden. Bis dann, Leute. Euer Chris.